viele Sachen, wir sind verrückt. Ein bisschen Verrücktheit gehört dazu. Wir haben 25 Jahre klassische Musik gespielt. Alle Opern, alle Ballette, alle Konzerte. Wir wollten eigentlich unbedingt mal diese Grenzerfahrung spüren. Wir wollen einfach für uns persönlich diese Trennung zwischen ernster und sogenannter Unterhaltungsmusik überwinden ein Stück weit, ohne in diesen abgedroschenen Begriff von Crossover zu kommen. Weil das ist es eigentlich nicht. Es ist eine notierte Musik, die mit Jazz-Elementen spielt, aber natürlich auch alle Vorteile der Komposition nutzt. Die Stücke, die sind uns im Laufe der Zeit fast alle schon zugewachsen. Wir haben zwar jetzt die CD produziert, aber wir haben natürlich schon vor einiger Zeit angefangen, solche Musik zu spielen, immer mal ein Stück mit ins Programm zu nehmen. Wir haben auch schon mal ein Projekt mit einem Schlagzeuger und Bassisten gemacht. Das Klavier dazu ist jetzt noch neu. Aber es sind uns auch Stücke komponiert worden. Wir haben ein paar Aufträge vergeben und Leute gefragt, die Erfahrung haben mit Arrangement und diesen Sachen und uns einfach was zu schreiben. Für Jazz, beziehungsweise für das, was ich normalerweise mache, ist es normalerweise erforderlich, einen sehr trockenen Sound zu haben. Und das ist genau das Gegenteil für die Bläser. Die brauchen irgendwie einen unglaublichen Raumklang. Und da habe ich schon gedacht, mal gucken, wie Carsten das so hinkriegt. Und da war ich wirklich positiv überrascht. Das hat er sehr, sehr gut gemacht. Und jetzt während der Aufnahmen ist es eigentlich relativ gut gelaufen. Die Stimmung ist natürlich vollkommen anders als diese schnellen, wilden Nummern. Ja, das ist also fast kontemplativ und sehr modern. Trotzdem ist das auch als Hörer, merkt man nicht, dass das eigentlich wahnsinnig moderne und nahezu avantgardistische Musik ist. Für uns Musiker spielt das ja immer eine ganz große Rolle, dass die soziale Ebene auch sehr gut funktioniert. Das heißt, es sind lauter nette Leute, mit denen man da nicht nur kommuniziert, sondern auch Musik macht, beziehungsweise Musik macht und kommuniziert. Es hängt ja zusammen. Man kann das nicht voneinander trennen. Ich möchte nie mit Leuten Musik machen, die ich nicht als Menschen auch gerne mag. Thank you.
besser.